ganze Dienst davon da hatte, dass ich das immer verkaufen werde. Für 9,99 Euro kostet die CD heute. Die Titel, die ihr gleich hören werdet, sind fast alle auf der CD drauf. Und wenn ihr die Ausstellung links und rechts schon gesehen habt, MDR Sachsen-Anhalt, hier drüben auch nochmal. Und das ist natürlich unser Lieblingssender. Was da heute noch passieren wird, wird uns gleich ein Mann erzählen, der sozusagen ein Urgestein des MDR Sachsen-Anhalts ist. Ja, Urgestein ist das falsche Wort. Ja, viele denken, jetzt kommt ein alter Kreis. So ist es nicht. Ja, er ist einfach ja, sozusagen das Aushängeschild vom MDR Sachsen-Anhalt. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und diese Autogrammstunde präsentieren wird. Ich sage herzlich willkommen in Magdeburg mit einem Riesenapplaus. Hier ist er für uns und euch, Lutz Wilke. So, Dankeschön. Und wir freuen uns natürlich, dass hier die Post abgeht heute im City Carré. Und das Schöne hier ist ja die Möglichkeit, sehr viele Leute können auf den Zug gehen. Jetzt geht das hier. Ne? Ich habe Piep, das wird morgen in der Presse stehen, das macht gar nichts. So, liebe Gäste, wie gesagt, wir sehen Sie ja hier schon, Anna Karina. Und ja, sie war heute Nachmittag schon bei uns im Programm von dem MDR Sachsen-Anhalt. Sie hat schon ein bisschen geplaudert. Ich frage mal, wer hat es gehört und ist deshalb heute Nachmittag hier? Da ist eine junge Dame, die hat es im Radio gehört. Und ansonsten, alle wussten Bescheid, das ist klasse. Das ist ja auch so eine kleine Veranstaltungsreihe, die wir mit dem City Carré ins Leben gerufen haben. Es gibt ja viele Autogrammstunden hier und ab und zu ist auch unser Sender mit dabei. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir das so schön kombinieren können. Warum bin ich heute hier? Wir haben ja im Mai immer unsere ganz berühmte Landpartie. Vielleicht habt ihr oder sie davon schon gehört. Eine wunderschöne Tour durch Sachsen-Anhalt. Wir sind vor allem zu Gast mit der Landpartie in kleinen Orten. Und damit dort auch richtig gefeiert werden kann, haben wir uns natürlich auch gedacht, da müssen tolle Künstler hin. Und unter anderem in diesem Jahr ist sie mit dabei. Anna Karina Holczak wird bei der Landpartie sogar noch den wunderbaren Riesentruck mitbringen, und zwar das Marionettentheater. Und mit der Familie wird sie dann in unserer Landpartie auch mit dabei sein. Ich sag mal, wenn es losgeht, 8. Mai geht es los in Merzin bei Köthen. Wenn ihr also Lust und Laune habt, das ist besonders schön in Merzin, aber am nächsten Tag ist Feiertag, da ist Himmelfahrt. Dann am 15. Mai sind wir ganz weit im Süden, Tröglitz, das ist bei Zeitz. Dann geht es am 22. Mai nach Grabo, das ist in der Nähe von Burg, hier in der Nähe von Magdeburg, also nicht ganz so weit. Immer am Mittwoch, nicht vergessen. Und dann am 29. Mai, da geht es ganz weit in die Norden, in die Altmark, und da kommt sie ja auch her, unsere Anna Karina aus der schönen Altmark. Dort ist sie ja geboren, ist sie immer noch zu Hause, und deshalb wird das ein wunderschönes Finale. 29. Mai in Wanzer, das ist wirklich ganz, ganz weit oben im Norden von Sachsen-Anhalt. Da gibt es nur noch einen Ort, der liegt noch nördlicher, das wäre Audhosen. Und wenn Sie also nicht wissen, wo es lang geht, Richtung Seehausen, bitte in der Altmark, 29. Mai. So, also, wir haben ja am vergangenen Samstag schon Anna Karinas neue CD präsentiert, das neue Album, das ja auch heute dann hier natürlich signiert wird, wo es dann einen tollen Mix heute Nachmittag auch geben wird. Und dieses Album ist betitelt Einzigartig. Und wir wissen natürlich, Anna Karina ist einzigartig. Viele sagen jetzt vielleicht, gab es doch schon mal so ein Album Einzigartig. Diesmal ist es die Deluxe-Version. Da sind viele neue Songs mit drauf, die sie Ihnen heute hoffentlich hier auch ausschnittsweise vorstellen wird. Und wir werden nachher noch ein bisschen erfahren vom DJ, was sich hinter dem tollen Album verbirgt. Und wie gesagt, hier läuft sie ja schon, wir können sie hier schon sehen auf dem Bildschirm, aber sie wird auch gleich live hier sein. Ich hoffe, irgendwer gibt mir ein Signal, wenn sie dann in der Nähe ist, dass ich dann weiß, jetzt wäre hier für